Herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge in den Essentials mit der Frage, kann ich das nicht machen, wie ich will? Die kurze Antwort ist, nein, können Sie nicht. Und genauer geht es um die formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten und die leidigen Zitierstandards. Ich sekundiere hier gewissermaßen Simon, der auf seinem TikTok-Kanal ein Video nach dem nächsten abdreht, indem er erklärt, warum in eine bestimmte Art und Weise der formalen Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten relevant ist in unserem Fach. Und ich würde ganz gern die Möglichkeit nutzen, um das Ganze anders für Sie zu entwickeln und mache das an einem mir sehr wichtigen Beispiel, nämlich Kaffee. Ja, Sie können Cappuccino nach 12 Uhr trinken. Wenn Sie das aber tun, erweisen Sie sich als jemand, der aus einer italienischen Perspektive der Kaffeekultur nicht adäquat sich verhält, um nicht zu sagen Verdammungswürdiges tut. Und wenn Sie nach 12 einen Kaffee trinken, trinken Sie in der Regel einen Espresso und keinen Expresso. Ja, Sie können gern den ganzen Tag Cappuccino trinken und Sie können gern zu Espresso Expresso sagen, aber dann verhalten Sie sich nicht der Tradition und dem Anspruch und überhaupt der Kaffeekultur entsprechend. In der Wissenschaft ist es so, dass wir in unterschiedlichen Fachdiskursen, Fachdisziplinen und Fachtraditionen unsere wissenschaftlichen Ergebnisse miteinander austauschen. Das heißt, diskursiv miteinander an der Sicht auf die Welt arbeiten, die wir gemeinsam miteinander teilen. Das heißt, gemeinsam immer wieder diskursiv und konstruktiv versuchen, den Blick auf Wirklichkeit zu werfen und uns darüber auszutauschen. Dazu gehört auch, dass wir das in einer spezifischen Art und Weise machen. Einzelne Fachbereiche zitieren in Fußnoten komplette Literaturangaben. Ja, andere zitieren in Fußnoten komplette Literaturangaben und führen sie dazu nochmal separat in einem eigenen Literaturverzeichnis auf. Die Linguistik zitiert üblicherweise inline mit Kurzzitationen, auch genannt im Howard-Stil. Na und? Jede Fachtradition hat bestimmte Gründe, hat sich in einer besonderen Art und Weise entwickelt und ist üblich für dieses Fach. Sie ist konventionalisiert und entsprechend kann man sich auch in diese Konvention einüben. Versuchen Sie mal bei Ihrem ersten Date mit den Fingern zu essen, wie das ankommt. Dann verstoßen Sie zwar gegen eine Konvention, ja, können Sie machen, aber das hat für Sie negative Konsequenzen. Mit anderen Worten, das Ganze ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und es ist keine Gesetzmäßigkeit und es wird in der Regel, nicht streng sanktioniert. Aber warum sollte man das tun? Warum sollte man sich nicht an dieser Tradition, an dieser Konvention orientieren, wenn es doch dem gemeinsamen Austausch in diesem Fachbereich dient? Das verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht. Aber es gibt eine Perspektive, die ich Ihnen trotzdem anbieten will. Denn Sie haben immer eine andere, Sie haben immer eine Wahl. Ähnlich wie bei Kaffeetraditionen und bei Tradition des Essen. Sie können sich nämlich die Frage stellen, ob Sie es besser machen können als alle anderen. Und Innovationen gegenüber sind auch Zitationssystemen und Formaya nie abgeschlossen. Das heißt, natürlich können Sie das und wenn Sie jemanden finden, den Sie damit überzeugen, dann adaptiert er dies vielleicht und setzt es in seinen eigenen Arbeiten ein. Wo man das sehr gut beobachten kann in den letzten Jahren ist, bei der Zitation zum Beispiel von Internetquellen oder von Social-Media-Quellen. Hier musste sich erst ein neuer Standard etablieren, der nicht gegeben ist. Und hier kann man sehr gut beobachten, wie die Community voneinander lernt. Und die Frage ist, warum sollte man nicht Teil sein dieser Community und das eben adaptieren? Mit anderen Worten, können Sie das machen, wie Sie wollen? Nein, können Sie nicht, aber Sie können es besser machen als alle anderen. Und dann schauen Sie gerne auf Sie und tauschen sich aus. Insofern, formale Standards in Arbeiten gehören dazu und spiegeln auch eine Fachkultur, eine Fachtradition wider. Und um sich in dieser Fachtradition zu bewegen, worin Sie sich im Studium einüben sollten, ist es gut, die Konventionen zu übernehmen, die gegeben sind. In diesem Sinne, versuchen Sie es einfach mal. Es lohnt sich. Bis dahin, ciao.